Moin und willkommen zum fünften Part von Ark Survival Evolved mit den Superkacker hier. Ich bin ja größer. Er hat gerade diese schöne Schrottflinte hinten in einem lilanen Drop gefunden. Da hinten ist noch ein lilaner. Wo? Da. Ach, der ist ja recht echt weit weg. Ich flieg. Oh, er ist schon Level 67. Ja, den haben wir mit Level irgendwie, glaube ich, 60 gezählt. Oh, da hinten steht die Melanie. Das Gewicht geht ja eigentlich auch ganz klar bei dem Flugidimugi, Alter. Ja, ich habe bisher jetzt, fast... Mache ich jetzt diese... Oh, das ist Ego-Perspektive? Was? Nichts, alles gut. Der ist da oben auf dem Berg. Ist das irgendwie ein Problem? Nö. Kommt man da überhaupt hin? Warte noch, bis du den aufmachst. Kann das sein, dass die Ausdauer nicht weggeht, wenn man normal fliegt? Doch auch, generell immer, wenn du fliegst. Ja, aber da berührt sich fast gar nichts. Ja, weil der schon, weil ich den schon so oft auf Ausdauer gespielt habe. Land hier mal. Och, ich komme gerade so nicht hin. Ich bin oben. 70 von 100. Ja, warte. Ich komme auch gerade. Ein Stego-Sattel. Grün. Ja. Und eine grüne Armbrust. Okay. Sonst war da nichts. Wollen wir kurz den anderen Raptor abholen? Wie andere Raptor? Achso, ja, stimmt. Wir haben doch im letzten... Wo war denn der? Irgendwo hier in der Nähe. Ich kann immer noch keine Fackel machen. Da, ich sehe ihn. Mano. Also Mano. Da, ich habe ihn noch folgen. Er folgt mir. Okay, nice. Hallo Level 8, Mano. Ich sehe nichts. Flieg einfach hoch. Ich hole mir noch kurz Ausdauer. Na komm. Na komm, mein Feind. Ja, erstmal kacken. Immer wichtig, erstmal kacken. Ach, da ist unsere Base. Sieht nice aus von oben, oder? Ich sehe deinen Namen gerade gar nicht. Bin auch ziemlich. Ah, nee, das ist Melanie. Ach, unser Fluss ist da so hell. Mein Plan war ja auch, dass wir vielleicht schon im sechsten Part... Also was wir jetzt ja halt machen wollten, war ein zweiter Vogeli, wie der hier, wie heißt der nochmal hier? Ich das ist hier Manu. Achso, Manu. Zu viele Tiere hier. Wo bist du gerade? Hier. Dein Krankenhaus. Ja, gut, jetzt sehe ich dich wieder. Ich brauche mal die irgendwie. Melanie. Ja. Wir hätten vor, einen zweiten Vogeli zu zähmen. Und dann mit den Vogeli wollen wir dann ein bisschen die Map erkunden und gucken, was hier so in der Nähe ist. Und vielleicht finden wir ja auch noch irgendwie, was weiß ich, ein... Bei mir steht, dass du 600 Meter weit weg bist. Wo bist du? Ich bin beim Haus. Ach so, Manu steht hier auch, aber... Ja, ich sitze gerade auf Melanie. Ach so, das Tier hat ja ein Level ab. Huch. Im letzten Part hatten wir ja das Floß fertig gebaut. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Oh, das hat gerade geblitzt. Okay. Ja. Schaut auf jeden Fall gerne mal beim vierten Part vorbei, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Von unserem Spawn.
Schöne Aussicht. Hinten der gelbe Boss. Schnee. Ist schon sick. Aber wovor ich Angst hab, ne? Bei dem einen Video von Paluten und so. Da kam auf einmal so ein, keine Ahnung, wie ein fettes Vieh aus dem Meer und hat die einfach angegriffen. Fliegt man jetzt wieder runter. An der Stelle, wo der letztes Mal auch war. Wo mich die kleinen Viecher angegriffen haben. Ersten Part oder zweiten, nee, zweiten. Da könnte ich den jetzt vielleicht mal ran. Da im Winter öffnen. 100 von 100. Okay. Ja. Das ist ja komplett mit dem Müll. Was ist drin? Materialien. Und was für Materialien? 46 Leder, 57 Stroh, 19 Holz, 47 Fasern, 11 Steine und 9 Dings. Junge, was ein Müll. 9. Keine Ahnung, wie das heißt. Ich habe nur das Leder mitgenommen. Hm. Der ist immer noch hier. Leder brauchen wir auch am ehesten davon. Ja. Gut, obwohl wir im Prinzip. Ja, moin, Digga. Ich bin gerade ziemlich weit oben und ich sehe gerade, dass die Schneezone einmal von ganz links nach rechts durch ist. Okay. Warte mal. Ja, schade, dass ich hier gerade nicht die Map sehen kann, warte. Ich nochmal Ego-Perspektive so. Die ist ja. Die ist von da. Bis in die Ecke. Die ist recht groß. Also die ist von 20, zwischen 10 und 20 lang. Die Richtung lang. Und dann bis. Was? Kannst du mal ein bisschen runterkommen? Ja, warte. Ah, da ein bisschen auf dem Boden. Am Richtung 30. Ja, das ist ja nur eine halbe Map. Ja, die Map hier ist auch riesig. Das ist die größte von allen, glaube ich. Nee, Genesis ist, glaube ich, größer. Ja, ich bin hier. Ich bin direkt unter dir. Und dann steig mal ab und komm mal mit. Wir suchen uns jetzt irgendein Viech und ich zeig dir, was ich hab. Wollen wir jetzt den zweiten Vogel ziehen? Ja, ich zeig dir erstmal, was ich gleich hab. Also, was ich hab. So. Dödel oder so. Lass doch gleich zum Vogel gehen. Ja, ich will die ja nicht killen. Ich weiß eigentlich schon, was du hast. Aha. Oh, ist wieder so ein Fetti. Endlich habe ich Munition. Hättest du es geschafft, mich zu erschießen, Alter. Und du kriegst auch erstmal 3 Schuss, weil so viel habe ich doch nicht. Ja, meine flinte Minte ist aber leider in der Kiste. Oh, die Dödel. Bau am besten dann mal irgendwie. Obwohl, wir brauchen keine Bola, glaube ich. Nö. Also, Manu gehört mir eh mir. Okay. Dann kommen am Strand sind die da meisten. Ist ein Lila. Oh, ein Lila. Na. Wo? Oh, kannst du mal noch weiter nach hinten rennen? Oh. Was machst du denn? Nein, weiter in die andere Richtung, damit du mich teleportierst. Okay. Nein, jetzt bist du gleich wieder zu nah. Alter. Jetzt weiter. Ja, bist du denn? Da ist ein Trieze im Wasser schwimmen. Warte. Hat einen Treffer. Er darf aber nicht im Wasser landen, ne? Noch ein Treffer, er landet. Oder er Und ab ins Wasser.
Kaka, ich hab's gerade so nicht geschafft. Da hinten. Ah, er landet auf jeden Fall. Er fliegt. Ja? Er ist gerade hochgeflogen, aber wohin? Da ist er. Ich gehe direkt hin, direkt zu ihm. Ja, aber nicht zu nah, du verscheuchst ihn sonst, ne? Er hat schon wieder einen Schuss in den Kopf bekommen. Er ist immer noch nicht tot. Dings. Dann hat er wohl ein recht hohes Level. Ja, weil es ja auch meiner wird. Ich bin stuck. Wo ist er? Er ist in die andere Richtung geflogen. Oh, ey. Super! Wir brauchen keine Bola. Nö, denn der ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich recht hohes Level. Weil hier, Mano hat nur einen Pfeil gebraucht. Boah, wahrscheinlich ist er Level 3000. Das geht leider nicht. Schade. Spontan gerade ein Raptor gezähnt. Ich dachte, das wäre ein Krallenvieh. Oh, nice. Ja, der Vogel ist jetzt leider weg. Müssen wir einen neuen Vogel hier suchen. Ja, ja. Aber diesmal dann mit Bola, glaub. Ja. 100 Leder, wenn du das hast. Ach, Mensch. Ja, dank dem Job vorhin. Ja, ja, gut, gut. Da, Vogeli! Komm mit. Da ist das Vogeli! Wo? Vogeli! Da! Das ist der! Das ist der! Hier, Alter, hier sind mehrere! Warte, ich baller auf den hier. Ich hatte kein Aim. Ich treffe den nicht. Er kommt nicht runter. Hier oben sind aber welche. Ich hab Angst, dass hier auf einmal gleich ein Krallenviech ist, Alter. Was macht man dann? Sterben. Ah, der Vogel hat sich da hingesetzt. Der ist Level 63. Ja? Warte, noch nichts machen. Hab den jetzt weggejagt. Pfeife passiv. Wo ist der Vogel? Weiter nach hier. Dürfen wir einfach nicht rennen, oder? Da fliegt er ja. Da fliegt er. Warte, nichts machen. Dürfen wir nicht rennen, oder was ist das Problem? Nein, ich habe ihn abgeknallt. Sag doch Bescheid, wenn du schießt. Du hast nichts gesagt, jetzt habe ich geschossen. Er landet. Warte. Baust du Bola oder was? Dein Scheißvieh geht mir gerade richtig auf den Sack. Ich kann keine Bola machen. Was braucht man alles für eine Bola? Mach Bola! Fuck ich. Ja, ich hab. Ja, ich hab. Weiblicher Kopfschuss, er liegt. Hast du Fleisch? Nein. Kartoffel. Ach Junge. Kartoffel, gib mal Fleisch, Mensch. Gib doch mir dein Fleisch, ey. Och, das wird meiner. Da fällt mein Haar hier halt. Ist männlich? So, ich hab komm mit Fleisch. Weiblich sogar. Ja, wie willst du ihn nennen? Wie nenne ich den? Keine Ahnung. Die müssen wir zähmen. Ich hab ihn. Einmal. Ey! Oh ne, Raptor. Pfeife passiv. Auf welchen soll ich gehen? Ich level. Auf den. Kill den anderen und ich. Oh, das sind drei. Ich glaube, ich schieß auf den, wenn wir zehn wollen, hinten rein.
Ja, bitte, bitte, ich renn. Der geht auf mich jetzt. Zwei gehen auf mich jetzt. Alter, ist ein Wildschwein. Lass mal Raptor in Ruhe, du Spacken. Auf Wildschwein, geh weg. Ich hab einen liegen. Aber der ist nur Level 8. Frisst du Bären oder was frisst du? Er haut ab, er will abhauen, glaube ich. Der müsste doch jetzt liegen. Scheiße, ich hab gegen Baum geschossen. Ja. Bleib liegen, Mann! Ja, er liegt. Was braucht er? Bären würde ich. Ich glaube Bären, weil ich habe ihm Fleisch und da steht immer noch lege zum Zähmen Nahrung ins Winter. Okay, nice. Ja, er braucht Bären. Wo ist bei dir eigentlich der andere? Da waren ja zwei bei dir. Der eine ist... wo ist der? Weiß ich nicht. Der rennt von... Rennt der... Level 63? Was? Der Schwarze ist Level 63, der auch auf mich gegangen ist. Okay. Der läuft ja vorne. Hat er schon gefressen? Ja, also meiner hat schon einmal gefressen. Der hier? Guck du mal kurz bei ihm. Ich will einmal kurz. Ja, meiner hat 5,5%. Meiner bekommt plus 28 Level. Nicer. Und der ist jetzt Level 51? Oder? Nee, welches Level ist er denn eigentlich? Ja. Level? Steht hier nicht. Warte. Da musst du rausgehen und nach oben gucken ein bisschen. Achso, ja. Level 57. Und der eine war ja, Level geilo. 63. Ich habe aber nur noch 9 Narkosepfeile. Ich habe noch 5, 16. Wie heißt denn der Sattel? Anki Lu. Haben wir das schon, Kannst du mal kurz hier aufpassen? Ich will... Wir müssen auch noch gleich noch mal gucken, wie es den anderen geht. Vogel. Ja, Vogeli. So viel Überforderung hier gerade. Haben wir seinen Sattel schon? Was? Ankylo kann ich schon bauen, ja. Aber haben wir noch nicht. Noch nicht erforscht. Obwohl, kann auch sein, dass ich einen gefunden habe. Manta. Vogeli liegt noch. Bärenfalle. Ist das denn Metall-Dings? Okay. Ich finde die Kacke gerade nicht. Sag. Ankylo, lü. Okay, ich hab den jetzt erforscht einmal. Was braucht man denn dafür? Dafür braucht man. Also muss. Kann man den. Muss er, glaube ich, in der Werkbank machen, oder? Hallöchen. Ja. Ja, okay. Da haben wir, glaube ich, alles, was wir brauchen für. Ja, okay. Nice. Du musst. Der dreht sich immer weg, den von meinen. Anki Tipipitu. Der hat jetzt 40%. Auf zu pfeifen, das nervt. Ja, mach ich. Kann er auch eine Zuckerstange essen? Nein, leider nicht. Ach man, schade. Ich dachte, er darf auch mal was naschen. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Irgendein Viech in deiner Nähe? Ist das der Dino? Auf WTF. Komm rauf. Du greifst ihn an? Okay. Ich habe ihn einmal gehauen und renn weg.
Okay, okay. Wenn wir den killen wollen. Ah, nee, nee, den killen den auch nicht. Ah, doch, wir killen den. Hat er Angst vor uns? Der Arme. Ja, wenn er alleine ist, traut er sich nicht. Mensch, du bist aus Stacheln, du bist ein Igel, Alter. Greif uns doch einfach. Lol, der ist in der drin verpackt. Junge, der ist alleine, warum. Der schlägt mich bestimmt mit einem Schlag und ich bin tot, Alter. Okay, lass zurück. Das, vielleicht ja. Ist das Vieh schon fertig. Also das eine ist schon fertig eben gewesen. Oh nein, er wehrt sich. Oh nein. Warum wehrt er sich denn? Weil ich ihn freigelassen habe. Und sonst kann ich ihn nicht angreifen. Benenne deinen. Oh, Kacke, der macht mir richtig Schaden. Hilfe, Hilfe. Raptor ist gleich tot. Helf mir bitte, helf mir bitte. Was macht der denn für Scheiße? Aus Prinzip hier? Müsste ich dir jetzt einfach nicht helfen, Kappa. So, Sunny! Der hockt Hi, hier. Hi, Sunny! Der kommt hier auch nicht hoch, der ist stuck. Level 85! Kannst Sunny, Level helfen? 85. Was ist denn? Da ist er. Mann, Kartoffel geht's gerade echt nicht gut. Warte. Schneid dich! Hau mich doch einmal. Ah, alles leckt? Ja, ja, gut, gut. Ah, ich habe ihn gekillt. Hä? Ich dachte, du hast ihn gekillt. Das ist ein roter Drop. Können wir die öffnen? Wo ist der rote Drop? Ich... Ach, da hinten. Haben die das extra so gemacht, dass es heller ist, weil wenn man sich dreht, dass man dann besser die Leuchtdinger sehen kann? Komm mit, Sunny. Wir fahren jetzt nach Hause, ne? Ja, wir fahren jetzt, genau. Ja, wir du fahren musst mit Sachen ohne Räder. Ja, ich will ja nicht reiten sagen, weil... Ja, gut. Zweideutigkeit. Was ist? Nichts. Nichts, nichts? Was? Luna Mehl? Warum Mehl? Und ich weiß es nicht. Okay, dann Mehl. Einfach Luna Mehl. Der Nachname ist Mehl und ja, Luna Mehl. Also ich find's lustig. Ja, es ist auch lustig. Ups, nicht. Reife. Alle voll. Fünf. Ein Sattel für ein Fliegi. Ja, das kann man. Da gucke ich schon gerade, ob ich die ganzen Materialien hier zusammenfinde. Die Tür steht hier auf. Mensch, es wird kalt hier drinnen. Ist auch Fleisch schon, ne? Was machst du denn da? Gib mir meine Luna her. Gib mir Luna Mehl. Luna Mehl. Ups. Ich bin fast tot. Na, komm her. Ja, feine Luna. Ja, feine Luna. So, wir haben beide gleichzeitig gepfiffen. Ach du heilige Scheiße, schnell. Eum. Ja, aber ich habe fast kein Leben mehr. Okay, kommst du denn? Was?
Ja, wir wollten noch ein bisschen rumpf, kurz ein bisschen, lass mal oben noch ein bisschen gucken. Ja, aber wir haben nur noch 4 Minuten. Ja, sie kann doch. Kannst du nicht 5 Minuten später? Vielleicht. Und außerdem muss ich mich ja um die kleinen Raptoren kümmern. Die schlüpfen ja gleich. Lass mal kurz da hinten zum Berg fliegen zurück. Noch 1 Minute genau. Okay. Ja, im Prinzip. Hast du Geschichte jetzt eigentlich noch gemacht, oder? Nein. Ich hab's noch gemacht. Na, schließlich will ich noch nicht noch einen Anruf kassieren. Weil dann ist Schicht im Schacht mit Daddeln. Schicht im Schacht. Schicht im Schacht. Na gut, die können auch nicht erwarten, dass sie alles halt verschaffen direkt, ne? Nein, aber das ist echt richtig viel im Moment. Ja. Okay, wir haben es gleich. 3, 2, 1. Zwillinge! Oh! Hallo! Hallo, ihr beiden! Oh, lol, wie klein. Ich will mich hier hinlegen. Nee. Hä, warum kann ich... Ein männlicher? Zwei männliche. Ja, einer wird Kartoffelbrei. Welcher ist der höhere Level? Ach nee, sind beide Level 6. 36, kannst du da bitte mal wegnehmen? Ich will nur dich aus, ne? Kannst du bitte mal, kannst du mal Fleisch holen? Also am besten einfach aus dem Mörser. Für die Viechers? Ja, für die Viechers. Die brauchen viel Fleisch. Ich muss jetzt ausmachen, ne? Warte. Soll ich einfach die hä? Hä? Ist voll schwer, die gerade auszuwählen hier. Mensch, können die mal irgendwie weg hier? Ja, warte, warte. So, ich muss jetzt auch ausmachen, ne? Jetzt. Okay. Okay, ich lock mich aus, ne? Jupp, hau rein. Tschüss. Ciao. Ich krieg's nicht hin. Nein. Oh, wie? Wie? Und das Fleisch, das ich den gerade reingetan habe. Hä? Das Fleisch ist einfach weg. Nein, sind die jetzt durch den Bug gestorben? Ich habe denen eben beide 25 Fleisch gegeben. Hä? Ach, Digga. Jetzt sind die Babys kaputt. Kein kaputt. Schade. Also ich würde sagen, weil die Viecher ja hier gestorben sind, guck mal, hier liegt sogar noch ein Racker. Dann fliegen wir jetzt gleich einmal über die Karte und gucken, was wir so zähmen können. Hier ist noch richtig viel. Alter, ist all. Ach du Scheiße, wir brauchen dringend Narkobären. 8 Narkobären. Oh, ja gut, ich habe gerade gesagt, ich esse jetzt 8 Narkobären. Richtig viel Narkobären. Kannst mal mit keine Farm. Ja, mach ich. Oder mit, nee, Kyle hat kein Sattel.
Ich nehme einfach hier Illuminati, der hat den Sattel. Ja. Ich mache nur noch kurz mein unnötiges Material in die Werkbank. Platz. Ich wäre schon ein bisschen Zeug, dann kann ich mir erstmal hier. Muss mal allgemein erstmal wieder Pfeile herstellen, weil ich auch von den normalen Pfeilen fast nichts mehr habe. Wo sind die? Brauche ich dafür Fasern, Feuerstein, Stroh. Wo ist unsere Strohkiste nochmal? Ist wahrscheinlich aber auch nichts drin. Doch. Bissel. Fasern. Fasern? Steine? Fasern? Fasern? Ah, hier. Fasern ist also keine in der Kiste drin. Wie viele Fasern brauchst du? Gib mir einfach mal alles, was du hast. Ich mache mir so viele Pfeile, wie es geht, und dann mache ich dort von Nahkampfpfeilen. Was brauchst du noch? Und Feuerstein. Ich habe 26 Fasern und 14 Feuersteine. Ja, gut, gut, gut. Aber ich brauche überhaupt keine normalen Pfeile. Ja, ich muss ja normale Pfeile machen, um Narko-Pfeile zu machen. Ja, und ich habe auch im Moment noch 11 Narko-Pfeile. Obwohl. Ich gehe jetzt nochmal mit Kylo los, ne? Jupp. Mit Illuminati. Machen wir so viele Naku. Dinger, wie es geht. Dann fliegen wir nachher mal den Vögelis und gucken mal da hinten nach. Das ist noch der Plan, bevor dieser Party zu Ende ist. Geht auch langsam. Meine Frisur, Digga. Guck mal bei mir. Oi. Bei mir geht's durch die Mütze drauf. Neu. Und ich hab ne Brille auf. Oi. Was ist Krallenvieh? Wo bist du eigentlich? Ich bin ein bisschen weit da weg schon. Ich bin abgehauen. Ist jetzt Level 8, weil ich habe auch irgendwas Level 40. Ah! Mann! Level dieses Game 69. Hasse ich. Level 69 können wir den Sattel freischalten. Ich hasse dieses Game. Warum? Meine Fresse, habe ich mich wieder erschrocken. Ich erschrecke mich nur an diesen... Lass das mal zähmen. Warte mal. Ja, Level 8. Es kommt. Ich verpiss mich auf den Warum Berg. Tut's mir denn nichts? Ich bin da eben schon so... Ich glaube, das ist sogar ein Pflanzenfresser oder so. Du sagst gefährlich. Ja, dran wenn vorbei du das rennen. Angreifst, wenn du das irgendwie angreifst, dann bist du tot. Soll ich mal einfach vorbei ran? Ja, mach mal. Und dann komm am besten in Richtung von dem Berg. Oh, warte, da komme ich direkt von der Richtung hier. Dann hauen wir das oh, um. Oh, das wird jetzt spannend. Wo ist es? Da. Es ist direkt da. Ey, lass mich. Es greift dich an. Lass mich! Wie viel Schaden macht es? Es kommt geht. So hoch, ne? Es darf nicht hochkommen, ne? Sonst sind wir am Arsch. Ja. Ich laufe einfach hier ein bisschen rum. Wenn du das so schon sagst, ne, dann ist es nicht möglich. Es fickt mich richtig. Ich renne einfach. Scheiße, die Ausdauer ist gleich tot. Ja, es ist auch gerade irgendwie stehen geblieben. Ja, es ist nicht mehr aggro auf dich. Mutter Maria, Gottes Christus. Wir müssen nur noch irgendwie wieder hier einmal zu uns kriegen. Ich hab Angst. Sehr viel Angst. Ich bring Mina weg, ich hab keinen Bock mehr mit der. Ja. Sonst habe ich auch noch ein paar Bären. Er liegt. Und das ist schön, dass er liegt. Wie du einfach verreckt bist, Alter. Und dann noch Vogeli angegriffen. Vogeli. Luna. Lunamehl. Hallo, Lunamehl, komm mal her. Geht's dir gut, Luna?
Alter, die hat fast gar nichts kassiert. Voll das Opfervieh gewesen. Jetzt kommt gleich noch eine riesen Armee wegen diesem Satz. So, wir haben ja zwar nicht, wir sind jetzt zwar nicht rumgeflogen, haben ein bisschen erkundet, sondern wir sind, haben jetzt einfach, wir haben ja gesagt, wir ziehen ein großes Vieh, das ist ja sogar ziemlich OP, das Ding, er ist einmal gestorben vorhin, ja, also im Prinzip ist eigentlich das Ziel halb erreicht, wir können ja einfach so machen, bei dem sechsten Part wollen wir auf ein bisschen vorbereiten fürs Weiterziehen. Ich bin schon wieder am Verhungern, ey. Und ja, dann würde ich im Prinzip sagen, dann haut rein, bis zum sechsten Part. Ich hoffe, euch hat der Part hier gefallen. Droppt wie immer gerne ein Like und ein Abo. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Lohnt sich. Und dann, jupp, haut rein, bis zum sechsten Part. Ciao, ciao.